Ready to play, ja. So, wir wollen heute zu den Spinnen gehen. Dafür brauchen wir Gras, jede Menge Gras. Und Stöcke haben wir. Wir hatten ja schon ein paar Fallen dahingestellt. Auch wenn die wahrscheinlich nicht reichen werden, denn es waren doch recht viele Spinneneier nebeneinander. Und wir wissen nicht, ob denn alle auf einmal rauskommen oder nur das eine Ei, was wir kurz anstupsen werden. Apropos kurz anstupsen. Wo ist unser Speer? Da ist unser Speer. Rüstung haben wir schon eine neue an. Das müsste soweit passen. Und die Beeren nehme ich auch mit. Kann nie genug Essen haben. Und mal ganz kurz gucken. Und ja, ich lasse mich leicht ablenken. Ganz kurz gucken, ob wir die inzwischen neu düngen müssen. Nö, müssen wir nicht. Boah, also die Beerenbüsche sind echt pflegeleicht. Einmal düngen und wir haben jetzt schon dreimal oder so Beeren rausgeholt. Zugegeben, die Beeren bringen nicht besonders viel Nährwert, aber ja. Dafür, dass es für lau ist, ist das okay. Ein paar Stöcke nehmen wir auch noch mit. So, Spinnen. Da sehe ich schon die Fallen. Waren es jetzt zwei oder drei? Ich hätte schon so gerne vier, fünf Stück. Oh ja, es sind schon drei. Sehr schön. Platz genug haben wir auch. Oh, das sind sogar vier. Boah, das schaffen wir auf jeden Fall. Also, wir stellen einfach mal hier. 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 Hier welche hin. Und bauen noch eine. Für da. Und noch eine. Für da. Und noch eine. Für da. Sind ja alles erneuerbare Ressourcen. Das muss man sich nicht über den Kopf drum machen. So, jetzt stupsen wir das Ding da mal an. Zing. Und es sind fünf. So. Sehr schön. Das war doch einfacher als gedacht. Setzen wir gleich neu. Setzen wir gleich neu. Aber die Ausbeute ist ziemlich mau. Also drei Fleisch, aber das macht ja irgendwie Schadenspunkte, also verursacht Schadenspunkte. Das finde ich nicht so toll. Und eine Spinnenseide. Vielleicht bringen die Spinnen mehr, wenn man sie umbringt. Aber das will ich nicht unbedingt riskieren, dass wir jetzt Schadenspunkte bekommen. Ich schubse noch kurz an. Jo, zwei Stück, drei Stück, vier Stück. So, alle drin. Warum sind denn sechs Fallen zugeschnappt? Da war jetzt Seide drin. Nichts drin. Oh, vielleicht lösen sie die Fallen auch aus und tappen nicht immer rein. Das wäre natürlich auch ganz schick. Also, wenn sie die Fallen auslösen und trotzdem was drin ist, obwohl sie nicht reintappen. Auch wenn das ein Programmierungsfehler wäre. Aber ne, ich denke, die sind einfach nur leer, weil wir halt keinen Loot bekommen. Da wieder Fleisch. Das heißt, wir sollten die Fallen weiter auseinanderstellen. Damit die nicht zuschnappen, ohne dass wir Loot bekommen. So, also 6 Fleisch, 2 Spinnenseide. Ich wollte eigentlich wesentlich mehr Spinnenseide bekommen für das Netz, um Käfige zu um die Fireflies zu fangen und die Schmetterlinge. Um zu gucken, was die machen. Und wir brauchten für noch irgendwas Spinnenseide. Oh, die krabbeln zurück in das Nest. Habe ich auch noch nicht gesehen. So, eine Spinnenseide, sehr schön. 2 Spinnenseiden. So, noch ein bisschen mehr verteilen. So. Also da haben wir jetzt zweimal gegengehauen. Es kamen zweimal welche raus. Ich hau nochmal ein drittes Mal gegen. Okay. Also ja, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir unsere Spinnenseide beisammen haben. Komm schon. Hier. Falle, Falle, Falle. Und dich hau ich so weg. Komm. Zack, 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 zack. Das ganze Fleisch. Also essen würde ich es echt nur im Notfall, weil es halt Schaden verursacht. Aber wir können es vielleicht dem Schweinekönig geben. Und dafür dann halt Gold bekommen. Das wäre ein Versuch wert. So. Also wir haben jetzt schon dreimal gegengehauen. Viertes Mal. Geht nicht mehr. Gut, dann lassen wir es einfach mal so stehen. Für... Ich wollte gerade sagen, für später, da sind so viele hier. Ne, komm, das hauen wir weg. Wenn man so ein Nest tötet, dann bleiben da ja so drei oder so Spinnenseide liegen. Die
können wir echt gebrauchen. Das hält echt viel aus. Oh. Spinneneier. Die kenne ich noch gar nicht. Oh, und es wird spät. Ja, ja, es wird spät. Dummdi-dumm. Da hat der Gero mal wieder nicht auf die Uhr geguckt. Aber gute Ausbeute. 7 Spinnenseide und ein so ein Spinnenei, wofür auch immer das gut ist. Damit können wir gleich ein bisschen rumexperimentieren. So, du kommst noch mit. Überall Beeren und das Gras wächst nach. Alles super. 1, 2, 3, 4. So, die Beeren können wir auch noch kurz verkochen. Damit wir unser gutes Fleisch nicht anrühren müssen. Also das gute Jagdfleisch, nicht das Fleisch da unten. So, Spinnenseide kann man nicht verbrennen. Könnte man verforschen, aber dafür ist es wahrscheinlich zu praktisch. Spinneneier könnte man verbrennen. Oh, kann man neu setzen. Man kann eine Spinnenfarm machen. Okay. Aber ich denke mal, die werden trotzdem aggressiv sein. Ich denke nicht, dass die aus den Eiern schlüpfen werden und sagen, Mami, Mami, Gerugon. Oder Papi, Papi, Gerugon. Das kommt erstmal in die Kiste. So, wir wollten jetzt aber die Spinnenseide für... Oh, eine Vogelfalle. Die wollte ich auch noch austesten. Und ein Zelt. Da brauchen wir aber 15 Spinnenseide für. Na gut, wir haben jetzt heute 7 Stück erfarmen können. Wenn wir das Ganze morgen nochmal machen, müsste es eigentlich hinhauen. Und die 3 Seile haben wir auch schnell zusammen. Können wir das Gras hier pflücken? Also ja, doch, das können wir gleich mal machen. Das heißt, wir müssen heute, also am kommenden Tag, Spinnen jagen und am darauffolgenden nochmal. Einmal für die Vogelfalle und für, was war das andere? Oh, den Topf sollten wir auch bald machen. 6 Kohle. Das kriege ich hin. Oder auch nicht, weil wir kein Gras haben. So, wo war das? Hier? Nein. Ich suche immer noch die Vorrichtung, um... Genau. Käfernetz. 2 Seile bräuchten wir noch. Wir haben nicht zufällig irgendwo noch Seile? Nee. Hier drüben war Essen. Und Dünger. Die sammle ich auch mal kurz mit. Da können wir nämlich schon ein wenig einsammeln. Ein Maiskolben und das ist eine Karotte. Ja. Na, ein bisschen mager die Ausbeute. Und hier muss neu gedüngt werden. Oh, 2-mal neu gedüngt werden? 3-mal neu gedüngt werden? 4-mal neu gedüngt werden? Ah, man kann also die Felder, wenn man noch keinen Samen reingesteckt hat, vordüngen. Für 3-4-mal irgendwas zu essen produzieren. Das ist doch praktisch. Auch wenn ich jetzt nicht genug Dünger habe, aber ja, es klingt praktisch. Karotte. Maiskolben. Das ganze Fleisch werfen wir auch mal rein. So. Zurück zum Spinnenjagen. Oh, und der erste Busch ist wieder zurückgegangen in diesen kaputten Zustand. Das heißt, schätzungsweise 3-4-mal Beeren kriegen wir aus einem Busch raus mit einmal Düngen. Das ist doch okay. Solange wir genug Dünger um uns rum haben, ist alles gut. Auch wenn die Yaks sich anscheinend immer mehr und mehr ausbreiten. Also am Anfang standen die alle wirklich ziemlich dicht beieinander. Inzwischen ist das aber nicht mehr so. Es gab einen Tipp in den Kommentaren. Apropos Kommentare, es gab die irischen Kommentare. Die konnte ich aber alle nicht befolgen, die Hinweise da, weil ich ja alles auf einmal aufgenommen hatte. Aber ja, in einem der Kommentare stand, dass man zum Beispiel aus Bäumen so eine Art Käfig pflanzen könnte, wo man den Yaks reintreibt. Auch wenn das ziemlich gefährlich klingt. Oh, da ist Spinnenseide. So, jetzt haben wir schon mal 10 Stück. Schnapp, schnapp, schnapp. So, das Fleisch lasse ich jetzt mal liegen. Das können wir anscheinend recht leicht erfarmen und bringt fast gar nichts. Ah doch, der stimmt, der Schweinekönig. Dafür wollte ich das ja mitnehmen.
Das war jetzt das erste Mal. Zweite Mal. Schnapp. Schnapp. Komm schon, komm schon. So, dich kriege ich so. 20% nur noch. Oh, da ist ja eine Falle schon mal kaputt gegangen. Ja, wir werden definitiv demnächst wieder los müssen, Gras sammeln. So, die Samen kommen auch mit. Schwupp, schwupp. So, drittes Mal. Und Hieronymo. So, mehr Fleisch. Komm, gib mir Spinnenseide. Nö, Fleisch. Eimer Spinnenseide. Fleisch. Und noch eine Falle kaputt. Okay, letztes Mal draufhauen. Oder auch nicht. Ja, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt, wo ich weiß, dass die Dinger auch die Spinneneier neu droppen können, habe ich doch keine Skrupel mehr, die Viecher zu zerstören. Oh, nur Platzprobleme habe ich. Ist mal das und das und das. So, 19 Spinnenseide. 12 brauchten wir für das Zelt. 4, glaube ich, für das Netz. Bei 16. Na komm. Die nehmen wir auch noch mit. So. Komm schon, wir haben nicht mehr so viele Fallen. Und der flieht. Ach, nix da. Komm hinterher. Zack, 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 zack. Wir sind schneller als die Spinne, aber sie verkriecht sich. Na gut, da haue ich jetzt nicht nochmal gegen. Nächste Falle kaputt. Nächste Falle kaputt. Einmal können wir die nur noch setzen. Und wir haben keine Spinnenseide bekommen. Das ist ja doof. So. Davon werde ich wahrscheinlich 2 oder so verprügeln müssen. Aber die Rüstung ist immer nur auf 100%. Sollten wir uns nicht ganz so viele Gedanken machen. Ups. Au. Okay, 6% ziehen sie ab. So, 20 Spinnenseide. Nächste Falle kaputt. Ja, das muss reichen. Es wird ja auch bald wieder dunkel. Das heißt, ab zurück zur Farm. Und dann werden jetzt mit den ganzen Sachen gebaut, beziehungsweise erstmal erforscht. Gucken, ob wir genug Punkte haben. So, Dünger kommt auch mit. Davon brauchen wir viel, viel mehr. Oh, und Gras auch. Und das eine Kaninchen auf der Insel hält sich wacker. So, Holz hacken sollten wir auch mal langsam. Sonst gehen die Büsche, die Bäume wieder zurück. Das wollen wir ja auch nicht. So. 1, 2. Axt, 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 Axt. Schupp. Der da ist schön groß. Wie war das mit nachts Bäume hacken? Da war was, ne? Aber das klappt. Na also. Und diesmal verwende ich auch die Axt. Letztes Mal war das einfach nur zu panisch. So, du kannst auch noch hier irgendwo gepflanzt werden. Ich würde jetzt ganz gern das Holz darauf werfen. So. Also, wir hätten gerne das Zelt. Das Zelt war... Warum läufst du gegen das Forschungsdingens? So. Also, das Zelt war wo? Da. 3 Seile. Können wir jetzt eh nicht machen. Aber die Vogelfalle können wir bauen. So. Jetzt... Ja, gibt mir einen Vorteil. Und da werfen wir jetzt Samen rein und dann... Ich wollte eigentlich nur einen einzelnen Samen hinlegen. Bait. Ah, genau. Also können die Falle den Samen spicken. Und da müsste jetzt irgendwann ein Vogel ankommen. Wahrscheinlich werden wir nicht gerade hingucken. Aber gut, machen wir es mit anderen Sachen hier. Düngen. Den da hinten gleich mehrfach dünnen. Dünnen.
Chup, 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 chup. Neue Samen rein. Hier haben wir wieder so eine komische Durian. Ja. Die können wir mal verkochen und gucken, was da rauskommt. Eine extra stinkende Durian. Super. Wir sind bei 57. 70. Ja, bringt nicht wirklich viel. Oh, stimmt. Ich wollte Kohle machen. Das sollte ich aber nicht so nah an unserer Basis. Ich denke, wenn wir hier was abfackeln, dann brennt gleich das da und das da und das dann alles. Und dann ist es vorbei. Wir könnten aber bei den Spinnen Feuer veranstalten. Ist nur die Frage, ob die Spinnennetze dann auch gleich mit verbrennen. Das wäre natürlich ärgerlich. Aber ja, definitiv eine Möglichkeit. Die Beeren sollten wir alle verkochen. Das eine Spinnenei kommt auch noch in die Kiste, wenn wir Platz haben. Und das ganze Fleisch. Hatten wir auch schon in eine Kiste gepackt, richtig? Richtig. Ich glaube da. Ich glaube da. Spinnenfleisch. Ah, da ist es. Jetzt haben wir schon mehr als ein Stack von dem Zeug. Na gut. Oh, das ganze Gas ist wieder da. Aber erstmal eine kleine Pause und wir sehen uns gleich wieder.